Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Malschwitz und Guttau zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierten in einer 70er-Zone ein LKW und ein Skoda frontal miteinander. Mutmaßlich wollte der LKW nach links abbiegen und übersah dabei die Vorfahrt des Skodas. Der LKW-Fahrer wurde nur leicht verletzt, der Skoda-Fahrer dagegen schwer. Sanitäter kämpften vergeblich um sein Leben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Landstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.